Der Mensch weiß nichts. Die Natur ist immer überlegen. Die weiß es immer besser. Lass uns doch mal Schritt für Schritt für Schritt zurückgehen zur Natur und wir merken, Mensch, jeder einzelne Schritt ist eigentlich eine Verbesserung. Damit können wir die Pflanzen angießen, dann kommen diese Mikrobiologie an die Wurzel. Nicht nur wir verdauen besser, wenn wir gute Mikrobiologie im Darm haben, auch die Pflanzen haben eine ganz ähnliche Mikrobiologie an ihrer Wurzel und nehmen die Nährstoffe besser auf, haben mehr Vitamine und Antioxidantien, verdauen quasi besser, wenn sie mit EM gegossen werden. Eine gewisse menschliche Überheblichkeit bzw. Dummheit zu glauben, wir könnten gegen Mikroorganismen gewinnen, das ist völlig unmöglich. Auch in der Männertoilette, auch im Operationssaal gewinnen wir nicht gegen Mikroorganismen. Wir können da Desinfektionsmittel einsetzen. Und was wir da machen, ist, wir züchten bewusst eine schlechte Mikrobiologie. Mit anderen Worten, immer der Gedanke, wir besiedeln positiv. Also es ist immer was da. Und wir besiedeln positiv, dass die negativen Keime, die uns dann Probleme machen, wie Salmonellen, Clostridien, verschiedenste Krankheitserreger, dass die sich nicht mehr ausbreiten können. Wenn EM neben dem Bier im Supermarkt steht, auf der Palette, bei Aldi, das wäre ein Punkt, wo man sagt, jawohl, jetzt sind wir an einem gewissen Punkt angekommen, wo das die Gesellschaft durchdrungen hat. Wenn wir die Sahara irgendwann grün haben, dann können wir sagen, Projekt abgeschlossen. Dann wird auch der Mensch wieder in eine friedvollere Kultur zurückkehren. Stell dir mal vor, es gibt eine Substanz, mit der du hier so eine Pflanzentracht produzieren kannst und mit der du auch noch waschen und putzen und ganz viele andere Dinge tun kannst. Wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran und schau dir das Interview mit Triaterra-Chef Marco Heckel und mir an.